Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurofishing. Letztes Mal in England unterwegs und den Wels und den großen Karpfen erwischt. Aber wie ihr in dem Video vielleicht mitbekommen habt, ist mir natürlich das Spanien-Video abhanden gekommen, aus eigener Dummheit. Deshalb holen wir das heute natürlich nach, denn wir wollen natürlich sehen, ob da auch Welse gibt. Damals haben wir keinen gefangen in dem nicht öffentlichen Video. Und deshalb schauen wir einfach mal, ob das heute klappt. Ausrüstung ist dieselbe von letztem Mal. Ich habe mein Geld, was ich da gefangen habe, jetzt Geld vor allen Dingen, was ich da für die Fische bekommen habe, habe ich ausgegeben für einen Haken und eine Spule. Nämlich hier den Weg hoch, um zu der Route zu kommen. Aber dazu müssen wir jetzt noch ein paar Fische fangen für 4000, um die Rolle jetzt freizuschalten und danach halt noch die Route. Also schauen wir mal, was wir in Spanien an Land ziehen können. Und gehen mal auf Einzelspieler, freies Angeln und nach Presa del Monte Bravo und klicken auf da auf die Schaltfläche, um das Spiel zu starten. Wir stellen wieder auf 6 Uhr, das hat letztes Mal ganz so geklappt, stellen auf 4 Stunden. Wetterbedingungen, lassen wir die auf zufällig, ich habe eigentlich keinen Bock auf Regen, aber ich lasse es einfach mal so und hoffe einfach, dass in Spanien schönes Wetter ist. Hier sehen wir schon Karpfen, die gerne mehr als 13 Kilo wiegen und Welse, die bis zu 45 Kilo auf die Waage bringen. Den wollen wir natürlich haben. Also werden wir uns jetzt hier ein nettes Plätzchen suchen und dann mal gucken, was da so geht. Erstmal hier schön laden. Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich zur Staumauer gehen soll oder woanders hin. Ich glaube, ich setze mich diesmal einfach woanders hin und gucke, was da so geht. Und wenn ich mir das Gewässer so angucke, dann weiß ich aber ehrlich gesagt nicht wo. Wobei, wenn ich mich hier auf die Kante stelle, könnte das eigentlich ganz gut sein. Wenn da nicht so viele Büsche sind. Ich gucke mir jetzt einfach mal an. So, das hier ist doch die Kante, oder? Und hier springt schon der erste Fisch. Direkt vor unseren Füßen. Der bettelt quasi darum, gefangen zu werden. Na, hier springen sie überall. Ist ja traumhaft hier. Dann schlagen wir doch mal hier unseren Platz auf. Und gucken wir mal, was wir heute hier an Land ziehen. Da drüben so eine Steinklippe. Da stehen da bestimmt ein paar Welse oder sowas. Also, sag ich mal. Wobei, sollen wir mit einer Route mit Kleinhaken auslegen? Können wir ja mal machen. Dann den Boilie. Aber ich werde zuerst die anderen Routen wieder auslegen. Sonst kriegen wir die wieder nicht ins Wasser, bevor die Fische anbeißen. Ein Sechser wieder. Den haben wir hier. Mit Boilie. Wo werfen wir die jetzt hin? Werfen wir die jetzt vor die Steinkante? Und die mit dem kleinen Haken nach da irgendwo? Ich mache das einfach mal. Ich werde es versuchen. Ob es mir gelingen wird, ist natürlich noch die andere Frage. Ja, hat auf jeden Fall super geklappt. Da ist fast gerade einer gesprungen. Aber ich möchte eigentlich ein bisschen weiter. Also müssen wir jetzt nochmal neu auswerfen. Das klingt schon besser. Da liegen wir gut vor der Steinkante, würde ich sagen. Dann nehmen wir die drei in die Hand. Bestücken die auch noch mit unserem Viererhaken. Packen wir mal wieder den großen Dampel drauf, oder? Hat letztes Mal gut geklappt. Also gucken wir mal, was diesmal in den Haken geht. Wo werfen die rein? Mitten in den See. Nee, bisschen mehr ein bisschen mehr Schwung holen. Wenn das eine Bewegung ist, dann fliegt das meist irgendwie weiter. So, auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall wieder die Symbole. Das ist schon mal nicht so schlecht. Nicht wie bei dem anderen Tümpel da, wo wir den nicht gesehen haben. So, Achter und Boilie sollte auch passen. Liegt die jetzt dazwischen oder nach da? Ich glaube, ich mal nach da. Ja, so auf jeden Fall. Nochmal schnell reinholen das Ganze. Und erneut versuchen. Der fliegt auf jeden Fall schon mal besser. Route abgelegt. Und dann zurückgelehnt und warten, bis der Fisch kommt. Okay, wir kriegen die wieder alle nicht ins Bild rein. Aber auf eins kriegen wir schon den Biss, also müssen wir natürlich wieder hineilen. Und guck mal, was wir hier Kleines an den Haken bekommen haben. Wahrscheinlich einen Karpfen oder irgendwie sowas. Also drillen wir den mal eben aus.
in der Hoffnung, dass wir auch noch auf die anderen Routen Bisse bekommen. Der hier ist aber erstmal nicht allzu groß, aber natürlich gibt es ja auch andere Bossfische noch, wie die Schleie. Die wiegt nur 5 Kilo, also die könnte dann durchaus schon... Und wir kriegen direkt auf die andere Route einen Biss. Dann hoffen wir mal, dass der hier schnell aufgibt. Noch gibt er aber leider nicht auf. Oder? Doch, ich glaube, der gibt auf. Was haben wir in Land gezogen? Eine Brasse oder sowas? Hab's nicht genau erkennen können. Ja, tatsächlich, eine Brasse. Auch mal ein seltener Fang von uns. Oh, jetzt gehen hier beide ab. Ach du Scheiße. Ja, also hier Brasse 3 Kilo. So, weg mit dir. Welche war die größere Haken? Die 3? Ich glaube, es war die 3. Mit unserem Dumbbell. Dann werden wir die doch mal zuerst nehmen. Und hoffen, dass der andere Fisch so lange warten kann. Wahrscheinlich habe ich jetzt genau falsch entschieden, aber... Das ist jetzt halt leider so. Bis jetzt wehrt er sich nicht wirklich, aber noch ist er auch nicht so nah an uns dran. 26 Meter noch. Also müssen wir mal gucken, wie lange der sich jetzt hier aufhält beim Drill. Ja, 2. Hör auf zu piepen. Du bist gleich auch dran. Der kommt jetzt hier tatsächlich zu uns geschwommen, aber kämpfen tut er nicht so. Aber es ist 7 Meter tief, also das Wasser ist auf jeden Fall tief hier. Gucken wir mal, was hier gleich an die Oberfläche kommt. Jetzt möchte er nochmal fliehen. Ich versuche den mal ein bisschen härter ranzunehmen. Ich nehme doch nicht härter ran. Das lassen wir, sonst reißt er gleich ab. Müssen wir einfach hoffen, dass das auch so klappt. Und der gleich die Lust verliert. Und wir dann noch schnell den anderen landen können. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell auf die großen Haken hier die Bisse bekommen. Das hat nämlich in dem letzten Video überhaupt nicht geklappt, was ich leider verschlammt habe. Da habe ich auf die großen Haken tatsächlich nur 2 Bisse bekommen, auf jede Route jeweils einen. Und das auch erst relativ spät am Ende. Also kam das jetzt hier etwas überraschend für mich. Aber müde wird der hier auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Nee, den kriegen wir nicht ran. Aber solange der auf der 2 noch Schnur abzieht, ist mir das egal. Wobei der schon auf der Stelle steht. Also viel Action ist da nicht mehr. Ich frage mich, ob man jetzt die Route wechseln könnte. Oder ob der 3er dann auch relativ schnell abhaut. Ja, okay, der 2 ist natürlich jetzt weg. Das war eigentlich abzusehen, aber gut, ich muss mich halt entscheiden. Dumm gelaufen. Hoffen wir einfach mal, dass das hier ein halbwegs guter Fisch ist. Für den es sich gelohnt hat. Ich habe einfach gedacht, größere Haken haben wir vielleicht noch einen größeren Fisch dran. Also, irgendwas mussten wir halt machen. Und da habe ich mich halt dazu entschieden. Aber da könnte man langsam hier müde werden. Von der Dauer des Kampfes her könnte es fast ein Wels sein. Aber ich habe den anderen irgendwie schwer in Erinnerung. Vielleicht ein kleiner Wels, den gibt es natürlich auch. Aber hier ist immer so spannend, weil die hier nicht an der Oberfläche sind. Die in St. John's Lake, die haben wir relativ gut während des Drills schon beobachten können, weil die teilweise nah unter der Oberfläche schwammen. Besonders der Bosskarpfen am Ende. Aber der hier jetzt ist natürlich noch im tiefen Wasser. Und jetzt kommt er, glaube ich, hoch. Jetzt haben wir ihn. Was taucht da auf? Ein Karpfen haben wir. So, kriegen wir dich jetzt auch in Kescherreichweite oder nicht? Gucken wir mal, ob das reicht. Ja, das reicht. Ja, wieder so ein länglicher Karpfen wie der in St. John's, aber diesmal ein Spiegelkarpfen. Aber ich glaube, doch ist sogar ein Bossfisch. Brezel direkt hier an Angel. Ja, das alte Brezel. Sehr schön. 18 Kilo. Haben wir doch die richtige Angel an Land genommen, aber ich möchte trotzdem wissen, was an der Nummer 2 war. Aber mit einem Bossfisch kann man natürlich starten ins Video, also bin ich damit durchaus zufrieden und wir setzen den zurück. Und hauen die Route natürlich wieder dahin, wo wir sie gerade auch hatten. Irgendwo da so.
mitten rein in die gute Stube. Ja. Von der Flugweite her auf jeden Fall ein Traum. Wobei das Kies, soll ich den jetzt mal auf Kies liegen lassen? 9 Meter tief. Versuche ich einfach mal. Und dann hole ich die hier mal rein und werfe die wieder vor meinen Felsen. Und hoffe, dass wir auch nochmal einen Biss bekommen. Ja, auf den Felsen drauf ist natürlich auch gut. So, reingeplöppt. Hingelegt. Und die 1 natürlich auch noch ausgeworfen. Für unseren kleinen Fisch. Na komm, können wir dich auch auswerfen? Ja, wohin der auch immer geht. Soll uns egal sein. Alle Routen im Wasser und Runde 2 kann von mir aus beginnen. Und da geht's auch schon los mit der 1 wieder. Also auf die kleinen Haken bekommt man dann halt relativ schnell die Bisse wieder. Aber wenn man schon mal eine Bresse erwischt, ich glaube, haben wir im Video überhaupt schon mal eine Bresse gefangen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn dann in einem von den ersten beiden vielleicht. Und auf die 2 kommt der Biss. Der hier sollte jetzt relativ schnell ausgedrillt sein, deshalb kriegen wir den vielleicht diesmal. Wenn dann nicht an der 3 wieder einer dranhängt, dann können wir diesmal die 2 in der Hand nehmen. Aber ich will natürlich wieder zum großen Haken greifen. So, den hier haben wir jetzt hier. Und was haben wir hier? Landebraste. Gucken wir mal. Ne, eine Schleie diesmal, alles klar. Gucken wir mal, 3,4 Kilo, kein Bossfisch. Aber eine schöne Schleie. Und dann gucken wir mal, was an der 2 hängt. So, Kontakt aufnehmen, Bremse einstellen. Und dann Drillspaß. Also heute fangen wir anscheinend ein nach dem anderen. Oh, da geht sogar die Bremse wieder. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass die Bremse manchmal geht. Hat doch einer in den Kommentaren geschrieben, dass er keine Bremse hört. Ist tatsächlich manchmal so, dass man die nicht hört. Und beim hier jetzt zum Beispiel hört man die sehr gut. Bei den Fluchten, aber gerade bei dem Karpfen zum Beispiel, habe ich die auch nicht gehört, obwohl er eigentlich mit 18 Kilo gar nicht so klein war. Aber hier, sobald der flieht, hören wir die Bremse. Und die sind auch beide gleich eingestellt, die Bremsen. Mit 28 oder 26, die anderen, ich weiß gar nicht genau. Vielleicht liegt es daran. Aber erstmal müssen wir den natürlich wieder ausdrillen. Und ich glaube, die 3 auf Kies ist jetzt nicht so der Burner. Zumindest kommt erstmal kein Biss. Aber noch haben wir Zeit. Wir können ihn danach gerne wieder umlegen. Wenn bis dahin kein Biss gekommen ist. So können wir zumindest erstmal hier in Ruhe den Fisch ausdrillen. Der ordentlich Dampf macht. Gucken wir mal, ob das vielleicht der erste Spanienwels ist. Vielleicht sogar direkt der 45 Kilo Boss, aber ich glaube, der wird noch ein bisschen mehr Dampf machen. Schön auch, wie auf der Rolle keine Schnur drauf ist. Das ist einfach so ein schwarzer Klotz mit einer orangen Schnur, die da irgendwo... Wo fängt die denn an? Die fängt, glaube ich, schon an der Rolle an. Aber außerhalb unseres Sichtbereichs. Wir können ja mal... Oh, das ist natürlich auch nice. Ja, die fängt tatsächlich irgendwo mitten in der Luft an. Oh, kommt der Fisch jetzt hier schon hoch? Tatsächlich, ein schwarzer Karpfen anscheinend. Ja, und ich habe ihn verloren. Da bist du einmal in der Ego-Perspektive und dann pennst du natürlich. Mann, Mann, Mann. Oh, nee. Das war jetzt wieder super dumm. Dann gucken wir mal, ob wir den vielleicht nochmal dran kriegen. Schön wieder da vor die Steinkante. Bisschen ranholen. Und die andere liege ich auch mal wieder auf Schlamm. Auf Schlamm ist halt irgendwie erfolgreicher hier. Ah, oh, das ärgert mich jetzt richtig. Ah, und da geht das schon wieder ab. Aber nichtsdestotrotz werde ich hier jetzt erstmal die 3 noch auswerfen. So viel Zeit muss sein. Die liegt jetzt auch auf Schlamm. Perfekt. Jetzt nehme ich natürlich die 1 in der Hand, weil ich so gut vorbereitet bin. Aber ich möchte die 2 haben. So, jetzt Fisch. Nochmal entkommst du mir nicht. War der gerade echt so krass in der Spannung? Habe ich nicht drauf geachtet, weil ich so von der Ego-Perspektive beeindruckt war. Dass man da nicht mal eine Hand animiert hat.
Dafür hat es nicht mehr gereicht. Ich finde, sowas sollte dann vielleicht doch schon als erstes gemacht werden. Auch relativ früh im Spiel. Wenn man schon eine Ego-Perspektive anbietet. Ich finde das nicht mal nötig in dem Spiel. Man muss jetzt nicht unbedingt in Ego-Perspektive spielen. Manche bevorzugen das vielleicht. Ich finde das jetzt nicht so schlimm hier, dass man auch in der Third Person spielen kann. Aber wenn man dann eine Ego anbietet, dann vielleicht auch mit Hand. Wäre vielleicht nice. Aber kommt bestimmt noch irgendwann. Ist natürlich auch nicht so leicht zu animieren, aber hier hat man eigentlich schon das Model schon in der Third Person fertig. Deshalb verstehe ich nicht ganz, warum man das in der First Person nicht hat. Aber gut, das werden dann die Entwickler selbst wissen, warum die das nicht gemacht haben. Und das ist deren Entscheidung, mit der wir halt leben müssen. Einer von euch hatte geschrieben, dass die Bursfische wohl nach Leuten oder Leute durften den Namen geben, die jeweils den schwersten der Art gefangen haben. Da bin ich ein bisschen traurig, dass ich da noch nicht gespielt habe. Weil so ein Pantoffelfisch, das wäre natürlich der absolute Hammer. Zu denen würde ich ja nur noch angeln. Dann würde ich erstmal 100 Videos Pantoffelfischer fangen. Und die 3 geht auch ab. Perfekt, auf den großen Köder bekommen wir jetzt auch nochmal einen Haken. Einen Haken vor allen Dingen. Biss natürlich. Einen Haken haben wir da dran, um den Biss zu bekommen. Aber erstmal müssen wir den hier wieder ausdrillen. Und hoffen, dass so lange die 3 dran bleibt. Auf den haben wir jetzt schon ein bisschen länger im Drill. Also könnten wir vielleicht Glück haben, dass er hier irgendwann müde wird. Und wir dann noch rechtzeitig zu dem Dreier kommen. Aber erstmal. Oh, der kommt jetzt, glaube ich, schon hoch. Perfekt, dann haben wir dann einen Karpfen an der Leine. Gucken wir mal, was das für ein netter Fisch ist. Ob das ein Bossfisch ist. Ne, das sieht nach einem normalen Karpfen aus. Was hat er? 10 Kilo. Common Carp. Alles klar. Wir nehmen die 3 in die Hand. Und drillen den dann nochmal aus. Ich hätte die Route wieder ins Wasser werfen können, aber scheiß drauf. Erstmal den Fisch hier ausdrillen und gucken, was das dann wird. Bis jetzt wehrt er sich nicht wirklich. Ich kann den rumhampeln mit der Route, bei der Spannung passiert nichts. Aber der schwimmt auch gerade auf uns zu, glaube ich. Kommt auf jeden Fall schnell näher. 15 Meter nur noch, jetzt zieht er nochmal ab. Mal schauen. Aber hier hören wir jetzt die Bremse tatsächlich nicht. Okay, jetzt ist die Spannung hier auch nicht so hoch, weil der irgendwie nicht flieht. Aber selbst hier, jetzt müsste eigentlich die Bremse gehen. Tut's aber nicht. Also, was da genau der ausschlaggebende Punkt ist für Bremsengeräusch und nicht das, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber soll uns auch egal sein. Solange wir den Fisch bekommen, diesmal werde ich den nicht verschlafen. Weil ich hätte echt gerne gewusst, ob der schwarze ein Bossfisch war, den wir da dran hatten in der Ego. Aber das werden wir leider nie erfahren, wenn wir ihn nicht nochmal dran kriegen. Ja, komm. Tanz dich hoch. Wir haben Wels. Wir haben ein fucking Wels. Ja, zieh ruhig nochmal ab. Du kommst sowieso zu mir. Da ist er kurz aufgetaucht und der erste Spann im Wels ist tatsächlich an der Leine. Der ist gar nicht mal so klein, glaube ich. Müsste ungefähr wieder so, ich denke mal so 15, 20 Kilo wird er schon haben. Vermutlich nicht der 45 Kilo Boss-Wels, aber Wels ist Wels. Und den nehmen wir natürlich gerne. Ist auch mein Lieblingsfisch hier in dem Spiel. Von daher fange ich den natürlich umso lieber. Auch wenn ich gegen so einen Boss-Karpfen natürlich auch nichts einzuwenden habe, nehme ich natürlich alles mit, was ich kriegen kann hier. Also daran soll es natürlich nicht scheitern. Aber wenn dann ein Wels den Köder nimmt, bin ich natürlich glücklich. Also auf jeden Fall schon mal besser als das erste Spanning-Video, das ich zum Glück gelöscht habe, möchte ich jetzt fast sagen. Damit können wir hier nochmal wenigstens den Wels fangen. Aber im Video war ich auch dann in einem Staudamm und irgendwie, ich weiß nicht, die Position hat mich leider doch nicht so überzeugt da hinten. Das hier scheint mir irgendwie die bessere Position zu sein. Aber das kann es natürlich auch nur daran liegen, dass ich hier ein paar größere Fische gefangen habe. Und da hinten nicht so viele Bisse bekomme auf die größeren Haken. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, wie tief das da hinten war. Vielleicht ist das da viel flacher.
So, noch 10 Meter, aber näher kommt tut er auch nicht. Er ergreift immer noch die Flucht. Also die Welse kämpfen schon deutlich länger als Karpfen, habe ich das Gefühl. Wir haben natürlich auch noch die Anfängerrute, vielleicht kriegen wir nicht genug Druck auf den Fisch. Aber damit müssen wir jetzt hier auskommen. Kurz mal räuspern. Ich habe immer so einen Kratzen im Hals noch von der Erkältung, aber der Husten ist schon wesentlich besser geworden. Na, ja, wir kriegen ihn einfach nicht näher. Aber wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Ist ja zum Glück kein Multiplayer. Also so ein zu haken, wenn im Multiplayer noch 3 Minuten laufen, dann möchte ich natürlich nicht in meiner eigenen Haut stecken. Dann würde ich nämlich direkt anfangen zu weinen. Ah ne, der kommt nicht hoch. Ich dachte, jetzt kommt er vielleicht mal hoch. Aber den werden wir einfach schön weiter auspumpen, bis der nicht mehr kann und sich ergibt. Kommt er jetzt hoch? Ja, ich glaube, jetzt kommt er. Jetzt hat er keinen Bock mehr. So, tauch auf, mein Freund. Alter, was ein Brocken. Leck mich am Arsch. Leck mich am... Das ist ja wohl nicht ein Bossfisch. Was ist das für ein Viech? Leute, ich sehe nur noch Fisch. Ich sehe nur noch Fisch. Was ist das denn? Cheater, wir haben tatsächlich den scheiß 45 Kilo Wels. Da kommt direkt auch nochmal mein Husten durch. 45 Kilowatt, ein Monster. 2000 Anglerpunkte. Noch ein von denen. Und ich kann tatsächlich die scheiß Rolle schon kaufen. Wobei kann ich wahrscheinlich schon, weil ich die anderen Fische noch gefangen habe. Richtig nice. Da hat das nochmal richtig geklappt. Wir haben direkt das Monster des Sees hier gebändigt. Den größten Fisch im Spiel, glaube ich sogar. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, ab jetzt kannst du noch bergab gehen, meine Freunde. Trotzdem willst du natürlich noch weitergehen mit Fishing Planet. Die Turniere stehen natürlich aus. Die Weltmeisterschaft, die auch hier an dem See ist, die werden wir natürlich auch machen. Und dann hoffen wir, dass wir den Wels hier auch rausziehen. Was auch immer jetzt piept, ich habe gar keine Route im Wasser. Na gut, Cheetah haben wir gefangen. 45 Kilo, richtig nice auf jeden Fall. Richtig nice. Damit würde ich sagen, können wir das Video auf jeden Fall beenden. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da, würde mich auf jeden Fall freuen und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt, dicker Fisch an der Leine, so ein wie den hier, mindestens, wenn nicht sogar noch größer. Also gucken wir mal, ob wir es noch steigern können, was wahrscheinlich nicht möglich ist, aber man weiß natürlich nie. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt und bis dahin sage ich Petri Heil und macht's gut.